Hornets aktuell, es ist noch nichts passiert, außer dass die Lakers in der Stadt waren. Viele Lakers-Fans im Publikum auch gesessen und man war mal gespannt, was der LeBron wirklich noch kann. Und es war wieder brutale Show von LeBron. Drei Dunks hat er gemacht, 40 Minuten hat er gespielt, 26 Punkte, die es auch braucht hat, dass die Lakers gewonnen haben, 124 zu 118. Es wird ganz am Ende nochmal ein bisschen knapp und bei uns haben die beiden Flügel aufgedreht. Der Miller und der Miles Bridges hat wieder zu seinem Wurf gefunden. Der hat im Spiel davor so recht enttäuscht und echt die einfachsten unterm Korb nicht getroffen. Der hat gut aufgedreht, hat auch mal einen coolen Alley-oop-Dunk reingemacht und hat ein Career-High, glaube ich, sogar gemacht mit 41 Punkte. Gratuliere an ihn, hat sich gut gezeigt und auch 5 Dreier hat er getroffen, 5 von 10. Und Brandon Miller, nachdem im letzten Spiel er da schon irgendwie über 30 Punkte gemacht hat, jetzt hat nochmal 33 danach gesammelt und das back to back. Also bei den Hornets gab es einmal einen Rookie, dieser Morning, der hat auch mal zweimal hintereinander jeweils 30 Punkte gemacht, aber da waren 3 Tage Abstand dazwischen, habe ich gehört. Und beim Brandon Miller war es back to back und er hat relativ spät erst angefangen so mit seinem Scoring und auch eine Verteidigung gut und geht zum Korb und seine Dreier werden immer schneller und er hat sein Selbstbewusstsein mittlerweile ganz weit oben. Und kann man sehr zufrieden sein, wie die beiden zusammengespielt haben. Und Miles Bridges muss ich jetzt die Schultern zucken, ob er jetzt halt übernächstes Spiel noch spielt. Da gibt es verschiedene Richtungen von den Gerüchten. Und ja, war super. Also 41 Punkte kann er ruhig öfters machen. Es war das ganze Spiel recht konfus und wenig Setplay und viel Durcheinander. Nick Richards hat relativ enttäuscht mit 4 Punkte und mein Gott, 9 Rebounds. Mensah hat überhaupt gar nicht gespielt. PJ Washington, 15 Punkte, okay. Auch mal einen coolen Dunk gemacht. Und besonders schön war, die ersten 3 erfolgreichen Treffer von uns hat der Ish Smith gemacht. Das war es dann aber auch schon fast. 4 Field Goals hat er im ganzen Spiel gemacht. Da ging es gut los. Und Leaky Black war in der Starting Five. Sein erster Start in der Karriere als NBA-Spieler und dann gleich gegen LeBron James. Da hat er gut träumen können die Nacht drauf. Sowas Leaky Black mit 2 Punkte in 16 Minuten. Ja, eben, außer Miller und Bridges war da jetzt auch gar nichts. Wenn Bridges da schwach ist, was heißt schwach? Also, nee. Anthony Davis, gut eingesetzt von LeBron James und besonders gut bei den anderen war auch der D'Angelo Russell. So einen könnte man auch brauchen. 28 Punkte, hat auch 40 Minuten gespielt wie der LeBron. Und ja, sie waren uns halt um Meilen überlegen. Also LeBron hat auch dem Miller von hinten, wie er mal zum Korb gezogen ist, so einen Ball gerade weggezupft und so. Da wissen die Hasen halt länger, wie es läuft. So auf jeden Fall, scheiße. Und bei uns halt weiter jetzt warten, dass irgendeiner anruft und sich darauf einlässt, irgendwas mit uns zu traden, dass wir für die Zukunft Picks kriegen. Und sonst, was nicht weiter interessant, der Vollständigkeit halber wäre unser 5. Starter, Ish Smith, ja. Ja. Und der Nick Smith Jr. wieder von der Bank als Backup Point Guard, 5 Punkte in 20 Minuten. Mei, die laufen mal so mit. Sie haben mal keine Leute. Die Likina und Booknight haben das mal nicht gespielt, weil es halt keine Crunch Time gab. Und geil anzuschauen sind die Hornets vor allem gerade wegen Brandon Miller, muss man echt sagen. Also, wer braucht da Terry Rozier, muss man fast sagen. Der ist echt, man weiß nie, was er als nächstes macht, weil er halt sich seinen Wurf da und dort mal sucht und sowas. Er traut sich manchmal noch ein bisschen zu viel zu. Aber sie haben halt sonst keinen. Okay, Miles Bridges, jetzt mal ein gutes Spiel gehabt. Naja, so viel zu den Lakers. Jackson Hayes 0 Punkte, bei denen schade. Christian Wood 11 Punkte, den wir mal hatten. Jetzt geht's heute Nacht schon gegen Toronto. Unser Weltmeister, MVP, der Dennis Schröder, kommt da jetzt von der Bank und hat doch tatsächlich da im letzten Spiel keinen Punkt gemacht. Kann das sein? Ja. Schlimm, schlimm, wie es mit dem gegangen ist. Vielleicht kriegen wir jetzt den.
Ansonsten, Trading Deadline ist Donnerstag um 3 Uhr Ortszeit. Das ist bei uns dann um 9 Uhr auf Nacht. Und was da noch nicht passiert ist, das passiert dann danach, die Buyouts. Also wir kriegen wahrscheinlich, wenn dann neue Spieler und Picks bis 9 abends bei uns. Ich schaue mal, wie ich es schaffe, ob ich da irgendwie salonfähig bin, dass ich die Kamera einschalte. Dann wird das heute das letzte Spiel vielleicht für Gordon Hayward, wobei es jetzt auch wieder heiß bei Gordon Hayward. Vielleicht darf man ja irgendwie sogar noch im nächsten Jahr verlängern, weil wir ja kein Playmaker haben und er könnte ja doch auch ein bisschen Playmaker spielen, sowas, wenn er mal fit wäre. Der ist übrigens sogar irgendwie fürs nächste Spiel jetzt gegen Toronto fraglich. Genauso wie der Cody Martin und der Frank Ntilikina. Fraglich. Also wenn der jetzt spielen soll, dann fragt man sich schon, naja, gut. Dass sie ihn traden könnten, würden ja sehen, dass er noch lebt. Ansonsten gefällt es ihm wohl auch in Charlotte. Weil er hat eine Familie und dann geht es. Da ist vielleicht noch nicht so viel Kriminalität und alles. Und naja. Slam Dunk Contest. All-Star Game mit Mac McClung, Jalen Brown, Hayley Hawkes und Jacob Toppin. Oh, langweilig. Dann war LeBron James quasi nie beim Slam Dunk Contest. Ich weiß noch, wo das losgegangen ist mit Jordan gegen Wilkins und alles. Da war das noch was. Mac McClung, schön und gut, aber ist jetzt nicht wirklich ein NBA-Spieler. Jaylen Brown, okay, ist jetzt nicht so der Dunker, den ich sehen würde. Also dann doch lieber den Miles Bridges oder halt Wembanyama. Oder Hayme Hawkes ist ja cool, ist doch aber auch nicht der Dunker. Weiß nicht. Und besser wäre halt wirklich mal die Top 30 von der NBA, die All-Stars halt einfach nehmen, wie man jetzt davon denen haben könnte. Und wenn es der Damian Lillard wäre oder sonst wäre, keine Ahnung. Welchen All-Star würdet ihr gern sehen? Im Slam Dunk Contest schreibt es auf den Zettel. So, haben wir was dazu gesagt. Freuen wir uns auf Toronto. Die sind jetzt nicht so gut. Die kommen auch nicht in die Playoffs. Und schauen wir mal, wie Meisel es nochmal spielt. Brandon Miller, was er da drauflegen kann. Und vielleicht ein stärkeres Spiel ist vom Nick Richards. In diesem Sinne, sind wir gespannt. Ciao for now. Brumm, brumm, brumm.